Gerne zitiert man in Heilbronn den vielschreibenden Dichterfürsten und Universalgelehrten Johann Wolfgang von Goethe, der am 28. August 1797, also an seinem 48. Geburtstag, unter dem Eindruck der Aussicht vom Wartberg aus Folgendes über Heilbronn notierte: Alles, was man übersieht, ist fruchtbar. Das nächste sind Weinberge und die Stadt selbst liegt in einer großen grünen Masse von Gärten. Der Anblick erweckt das Gefühl von einem ruhigen, breiten, hinreichenden Genuss. Man hat diesem Zitat in Heilbronn ein eigenes Denkmal gesetzt, an dieser herausgehobenen Stelle hoch über der Stadt, die auch heute noch einen Ausblick bietet, der zu dem Goethe-Zitat passt, trotz des enormen Wachstums, das die Stadt seither erfahren hat. Heilbronn ist stolz auf dieses Zitat, das allerdings im Zusammenhang mit den Reisenotizen von Goethe gelesen etwas an seiner Einzigartigkeit verliert. Denn Goethe hat auf dieser Reise, wie auf allen anderen auch, alles, was er sah, eifrig mitnotiert, mitprotokolliert, mitgeschrieben. Goethe hatte diese Reise am Tag vor seinem Geburtstag in Heidelberg begonnen, am 27. August 1797, um 6 Uhr an einem kühlen und heitern Morgen. Und er widmete jedem Dorf und Städtchen entlang der Route durch den Kraichgau einige freundliche Worte. Neckargemünd ist eine artige, reinliche Stadt. Wiesenbach, sauberes Dorf, alles mit Ziegeln gedeckt. Mauer liegt freundlich. Hoffenheim, von da geht eine schöne alte Pappelallee bis Sinsheim. Viele Orte hat Goethe mit zitierbaren Sätzen bedacht, nicht nur Heilbronn. Aber hier in Heilbronn konnte er sich dann an seinem Geburtstag am 28. August 1797 kaum bremsen mit seinen positiven Beobachtungen. Wenn man sich einen günstigen Begriff von Heilbronn machen will, so muss man um die Stadt gehen. Die Mauern und Graben sind ein wichtiges Denkmal der vorigen Zeit. Die Gräben sind sehr tief und fast bis herauf gemauert. Die Mauern hoch und aus Quaderstücken gut gefugt und in den neueren Zeiten genau verstrichen. Allerdings kommen ihm die Stadtmauern altmodisch vor, was sie Ende des 18. Jahrhunderts ja auch waren. Nur gut 20 Jahre später wurden sie zum großen Teil abgebrochen. Die fruchtbare Lage gefällt Goethe, nicht jedoch die Spuren der Landwirtschaft in der Stadt. Die Hauptstraßen sind meistens rein. Aber die kleineren, besonders nach den Mauern zu, scheinen hauptsächlich von Gärtnern und Ackerleuten bewohnt zu sein. Die Straße dient jedem kleinen Hausbesitzer zum Misthof. Ställe und Scheune, alles ist dort, jedoch nur klein und von jedem einzelnen Besitzer zusammengedrängt. Goethes Beschreibung der Stadt, 7 Seiten lang, wirkt ein wenig bädekerhaft und buchhalterisch, wie Rainer Moritz feststellt. Systematisch äußert sich Goethe über Geologie, Verkehrswesen, Wirtschaft, Verteidigung, Finanzen der Stadt sowie über Charakter und Aussehen der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Die Menschen sind durchaus höflich und zeigen in ihrem Betragen eine gute, natürliche, stille, bürgerliche Denkart. Die Mägde sind meist schöne, stark und fein gebildete Mädchen und geben einen Begriff von der Bildung des Landvolks. Sie gehen aber meistenteils schmutzig, weil sie mit zu dem Feldbau der Familien gebraucht werden. Aber es gibt auch historisch und volkskundlich wertvolle Stellen, etwa die Beschreibung des ominösen Knopfs auf dem Wartturm. Oben auf dem Turm steht ein hohler, mit Kupferblech beschlagener, großer Knopf, der 12 bis 16 Personen zur Not fassen könnte. Diesen konnte man ehemals mannshoch in die Höhe winden und ebenso unmittelbar wieder auf das Dach herablassen. Solange der Knopf in der Höhe stand, mussten die Arbeiter ihr Tagewerk verrichten. Sobald er niedergelassen ward, war Mittagsruhe oder Feierabend. Seiner Größe wegen konnte man ihn überall erkennen, und dieses dauernde, sichtbare Zeichen war zuverlässiger als das Zeichen der Glocke, das doch verhört werden kann. Schade, dass dieses Denkmal alter Sinnlichkeit außer Gebrauch gekommen ist.
Es fällt auf, dass Goethe an keiner Stelle der Reisebeschreibung auf sein etwa 25 Jahre vorher entstandenes Drama Götz von Berlichingen eingeht, das ja in einigen Szenen in dieser Stadt spielte. Kein Wort etwa über den Turm, vor dem Götz von Berlichingen sein Leben aushaucht, in weit jüngerem Alter, als es dem historischen Götz vergönnt war. In Heilbronn machte die Aufmerksamkeit, die Goethe der alten Reichsstadt widmete, tiefen Eindruck. Man gründete, allerdings erst mehr als 100 Jahre später, einen Goethe-Bund, der sich für den Bau eines Theaters einsetzte. Und die lokale Geschichtsschreibung erging sich gar in Spekulationen darüber, etwa ob Goethe im Osterspaziergang im Faust nicht sogar den Heilbronner Augustabend 1797 imaginiert hätte. Das Jahr 1797 war sowohl für Johann Wolfgang von Goethe wie für Friedrich Schiller das Balladenjahr. Beide wetteiferten in der Produktion von Balladen. Der Taucher und der Zauberlehrling, der Ring des Polykrates und die Braut von Korinth und viele andere entstanden in diesem Jahr. Ein Zusammenhang mit dem Besuch in Heilbronn ist indes nicht erkennbar.